Mit Warnschüssen versucht die Polizei, die wütende Menge im Zaum zu halten. 50.000 Katalanen protestieren gegen die Festnahme ihres Separatistenführers Carles Puigdemont. Rund 100 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Polizei nahm mindestens 4 Demonstranten fest. Wir müssen das ganze Land lahmlegen, wir müssen Straßen sperren und wollen erreichen, dass die Menschen zu Hause bleiben. Wir wollen ein unabhängiges Katalonien, wir wollen eine Republik. Der mit einem europäischen Haftbefehl gesuchte Ex-Regionalpräsident wurde gestern in Schleswig-Holstein auf der Autobahn A7 festgenommen. Zurzeit sitzt er in der JVA Neumünster in Haft. Im Laufe des Tages soll er einem Amtsrichter zur Identitätsfeststellung vorgeführt werden. Später entscheidet die Justiz in Schleswig-Holstein über eine mögliche Auslieferung an Spanien. Im weiteren Verlauf wäre dann Auslieferung gegebenenfalls zu bewilligen oder auch nicht zu bewilligen. Darüber befindet dann die Generalstaatsanwaltschaft. Genau diese Frage wird für Deutschland nun zum diplomatischen Drahtseilakt. Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok meint dazu, Puigdemont hat eindeutig gegen spanisches Recht und gegen die Verfassung verstoßen. Ihm ist zu raten, die Sache friedlich zu beenden. Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen. Nun wird ihm Rebellion und Veruntreuung vorgeworfen. 30 Jahre Haft drohen ihm in Spanien. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Graf Lambsdorff, kommentiert, rechtlich ist die Verhaftung von Herrn Puigdemont nicht zu beanstanden, politisch aber schafft sie große Probleme. Puigdemont könnte in Deutschland Asyl beantragen, da sich die EU-Mitglieder aber gegenseitig als sichere Herkunftsstaaten anerkennen, hätte ein Asylantrag kaum Chancen auf Erfolg.